Grüß Gott, ich bin der Dirk Frees, ich bin der Leiter der Berchtesgadener Handwerkskunst und ihr befindet euch gerade in den Räumlichkeiten der Handwerkskunst. Das Besondere ist daran, dass in ganz Berchtesgaden damals um 1390 ist die erste Rechnung, die wir offiziell für dieses Gewerbe im Grunde genommen in Berchtesgaden haben. Die Augustiner Chorherren hatten dieses Ländchen im Grunde genommen lieben gelernt, weil es so wunderschön war. Aber es war natürlich nichts hier, wo man sich seinen Lebensunterhalt mit ernähren konnte. Und die haben das Holzhandwerk nach Berchtesgaden gebracht und seit dieser Zeit gibt es diese Berchtesgadener Ware. Berchtesgadener Handwerkskunst. Ja, in der Welt weltbekannt, also gerade der Weihnachtsbaumschmuck, aber auch die Schachteln und so weiter. Alles heimische Produkte, alles Handwerk, also alles handgemacht noch, oder? Das ist alles handgemacht. Früher muss man sich das natürlich ein bisschen anders vorstellen. Ich sage jetzt mal im 13., 14., 15. Jahrhundert, als das Ganze publik wurde, waren es natürlich mehr Gegenstände, die der Mensch brauchte. Aber da wurden dann schon im Grunde genommen Spanschachteln als Verpackungsmaterialien benutzt. Und aus diesen Spanschachteln ist dann im Grunde diese Kunst entstanden, dass zur Taufe, zur Hochzeit dann schon Spanschachteln allmählich verziert wurden und verschenkt wurden. Und dann kam natürlich der große Boom im Grunde genommen, sage ich mal, als das Ganze als Kinderspielzeug gemacht wurde, was dann allerdings so um 1900 abebbte, weil dann Bakelit, Blechspielzeug, Kunststoffe auf den Markt kamen und da drohte das Ganze ein bisschen zu versanden. Und da war dann ein schlauer Berchtesgadener, der Herr Reinbold, um 1910, der auf die Idee kam, diesen Kinderspielzeug und die bäuerliche Gerätschaften als kleine Produkte an die heimische Fichte zu hängen. Und so ist dann dieser Berchtesgadener Christbaum entstanden. Jetzt ist das relativ groß im Vergleich zu anderen Weihnachtsschmucksachen, aber das macht das Besondere, oder? Das ist eben das Urtypische, dass man eben sagt, man hat noch diesen Flair im Grunde genommen, dass man sieht, dass es Kinderspielzeug ist und sich das auch so vorstellen kann. Es sind also keine Miniaturen oder sonst was, sondern es ist noch so, dass man sagt, das Kind könnte noch mitspielen und ist auch alles gebrauchsfähig. Das heißt also alles, was wie Flöten ist oder eine Rassel oder eine Ratsche oder irgendwas, was irgendwie kindermäßig ist, funktioniert heute auch noch. Wie sind Sie zu dieser Kunst gekommen, weil das ist ja auch nicht typisch. Also sehr viele Handwerker wird es ja nicht mehr geben in der Branche, oder? Also bei mir war es so, ich bin im Grunde genommen Schreiner und Restaurator tätig gewesen und in dieser Zeit um 2000 war mein Geschäft nicht mehr so ganz doll am Florieren und da kam eine Anzeige im Berchtesgadener mir gerade zu Potte, das geheißen hat, es wird ein neuer Leiter der Berchtesgadener Handwerkskunst gesucht und da ich durch meine Antiquitäten und das Restaurieren immer schon mit der Volkskunst und mit der Handwerkskunst insoweit verwandelt war, war das natürlich was mir gefallen hat und so habe ich mich beim Landkreis beworben. Also diese Produkte lieben natürlich auch die ganzen Touristen, sei es Einheimische oder Leute aus Deutschland, aus Asien, aus Amerika. Jeder mag diese Produkte im Grunde genommen. Wir verkaufen sie das ganze Jahr im Grunde genommen. Und die Handwerker sind natürlich besonders schon in der Sommerzeit tätig, um Engel etc. Zeug für den Winter zu produzieren. Das ist alles regional. Das ist noch so, wie es eben damals war. Die Augustiner wollten es damals schon so haben, dass es für die Bauern im Nebenerwerb war. Und so läuft es heute meistens noch. Die meisten Handwerker, die ich habe, machen das im Nebenberuf. Genauso die Maler, die ich habe, machen das in der Heimarbeit. Und wie schaut's aus? Wie lange braucht man im Durchschnitt für so einen Gegenstand, bis der fertig ist? Was kann man da sagen, so ein normales Spielzeug? Also das kann man so pauschal jetzt nicht sagen. Eine kleine Spanschachtel, die 5 cm groß ist, hat natürlich einen anderen Zeitfaktor als eine Recki-Schachtel, wo einen halben Meter groß ist. Aber pauschal kann man so sagen, es ist im Grunde genommen, wenn man normal arbeiten geht, genau so wird man im Grunde genommen auch bezahlt. Ja. Also wir sind da sehr, sehr stabil, so wie das kommt. Ich weiß natürlich nicht, was in irgendeinem Provinzdorf in China passiert, aber im Großen und Ganzen ist es so, dass die Sachen bei uns nicht geschützt sind, aber durch das, dass eben der Landkreis dahinter steht, traut sich auch keiner, diese Sachen mehr oder weniger zu kopieren. Aber wie gesagt, es sind also alles Muster, die im Grunde genommen, die schon seit Jahrhunderten im Grunde existieren können. Und jetzt ein ganz wichtiger Termin, der Christkindlmarkt. Der Adventsmarkt mehr oder weniger in Berchtesgaden, da seid ihr auch stark vertreten, oder? Ja, das ist natürlich unsere Hauptzeit im Grunde genommen, diese Artikel, Christbaumschmuck etc., Spanschachteln, Engel, alles Mögliche, was sich um die Weihnachtszeit, Adventszeit dreht, ist natürlich jetzt die Hauptzeit und da müssen wir natürlich schauen, dass die Ware da ist. Ihr seid gut aufgestellt dieses Jahr, wie viele müssen da mitarbeiten, dass das alles so abläuft? Also bei uns ist es so, wir haben also gut 20 Handwerker momentan, haben unsere 4 Frauen, die den Christkindlmarkt schmeißen, das Geschäft ist gut ausgestattet, Ware weiß man immer nie, ob es genug ist, wie viele Busse kommen, wie viele Leute kommen, was gerade gefragt ist, steckt man nie hundertprozentig drin, aber wir hoffen, dass wir das Ganze wieder wie jedes Jahr in den Griff kriegen. Es ist natürlich so, ein Regentag am Christkindlmarkt ist nicht so einladend wie ein schöner Schneetag am Ding. Dementsprechend sind auch die Geldbeutel ein bisschen offener, wenn es schön ist. Aber da stecken wir nicht drin, gell?
Es ist so, es kommen immer wieder Leute nach. Es ist natürlich das Problem, dass die Alten, die jetzt 30, 40 Jahre teilweise gearbeitet haben, 40, 50 Produkte machen. Wenn so einer mal nicht mehr kann oder mir wegstirbt, sage ich einmal, ein Junger nicht kurzfristig alles wieder im Grunde genommen aufholen kann. Also es wird immer Engpässe geben, wie es halt in jeder Branche auch so ist. Gell? Aber die alte Generation gibt es an den Jungen weiter, oder? So soll es sein und so ist es momentan auch so, dass wir sagen, wir sind auf einem guten Weg. Also das ist jetzt ein Produkt des Berchtesgadener Christbaums, wie schon und bäuerliche Gerätschaften. Das zum Beispiel ist eine Kraxe, sagt man im Berchtesgaden dazu, also ein Trageteil. Das hat der Bauer so auf dem Kopf getragen im Grunde genommen und dort sind allerlei Gerätschaften früher mit von Hausierern durch die Lande getragen worden. Und hier sollen das andeutungsweise Spanschachteln sein und eben bäuerliche Geräte. Und das ist also eines der Lieblingsteile, die bei mir am Christbaum hängen. Und wie lange braucht man für sowas herzustellen? Weil es sind ja doch einzelne Teile, die ihr erst vorproduzieren müsst. Sehr filigran und so weiter, also doch eine Zeit, oder? Also es ist jetzt das Problem, wenn ich die Krax alleine machen würde, würde ich einen halben Tag dafür brauchen. Aber derjenige, der die jetzt produziert, macht natürlich einen Tag dann nur die Rolle. Und so kann er gleich hunderte Sachen im Grunde genommen immer herstellen. Und wenn er sie dann zusammenbaut, kommt er halt auf einen Teil, wo man sagt, das rentiert sich noch. Das Ganze aus Fichtenholz, oder? Komplett aus Fichte, heimische Fichte. Und seitdem ich Leiter der Berchtesgadener Handwerkskunst bin, habe ich mir zur Aufgabe gemacht, dass wir also jedes Jahr mindestens ein neues Produkt für den Christbaum kreieren. Und dieses Jahr haben wir uns für Ski entschieden und so schaut das Teil dieses Jahr aus. Warum Ski, kann man das sagen? Weil wir noch keine Skier von Christbaum hatten und irgendwer von uns ist auf die schlaue Idee gekommen und deswegen haben wir das so produziert. Also Skier ist ja auch ein Bezug zu hier, weil wir... So schaut es aus. Also wir haben immer alle Sachen, die wir im Grunde genommen haben, ist entweder Kinderspielzeug oder Sachen, die mit der heimischen Landwirtschaft oder so zu tun haben, Sportgeräte, Rodel etc. Und dieses Jahr haben wir uns Ski gemacht. Also es ist so, die Volkskunst muss leben. Hätte sich irgendeiner früher nicht mal gedacht, die Kraxe oder irgendwas anderes herzustellen, gäbe es heute auch nicht. Also sie muss weiterleben. Und zwar weiß man da nicht, wie es das gibt, weil es nur einzigartig in Berchtesgaden gibt. Persönlich, das ist meine Meinung und die vertrete ich auch öffentlich, gehe davon aus, dass die, hochinteressant war ja, dass die Verleger die Ware ja im Grunde genommen irgendwo an den Mann bringen mussten. Und es waren dann die Hausierer, das heißt die Leute, die mit den Kraxen rumgefahren sind, rumgetragen sind, wie Sie eben vorhin schon gesehen haben, diese kleine Kraxe in klein. Oder eben Ochsenfuhrwerke, Pferdefuhrwerke etc. Aber warum haben die Leute nicht nur Pferdefuhrwerke benutzt? Weil in der Zeit alles, was einer tragen konnte, also ein Hausierer, steuerbefreit war. Und die sind in den Lande rumgezogen, haben natürlich ein Armutsgeld gekriegt von den Verlegern, für das, dass sie diese Ware an den Mann gebracht haben. Und sind im Grunde genommen umhergelaufen mit einem Taschenmesser und haben aus kleinen Holzabfällen im Grunde genommen kleine Figuren geschnitzt und haben die beim Hausieren den Leuten schwarz als Schmuh, sage ich einmal, mitverkauft. Und so ist diese Grobschnitzerei meiner Meinung nach entstanden. Weil es ist keine große Kunst, dass man sagt, man muss dafür wahnsinnig viele Schnitzwerkzeuge benutzen, sondern es reicht im Grunde genommen ein Messer, dass man mit ganz wenigen Schnitten im Grunde genommen sieht, das ist ein Schaf, das ist eine Gämse, das ist eine Hirte oder sonst was. Und die hat er dann im Grunde genommen den Kindern im Grunde genommen am Hof mit verscheuert.